Ihr sollt die Schnauze halten und euch das angucken. Wir können euch nicht so schwierig an der Wette beteiligen. Ja, er sagt nur irgendwas von den Gesetzen und dass man nicht wettet, weil das gottlos ist. Und er wird sich dann wieder Zulamin betrachten, noch irgendwelche Kommentare über ihren Arsch machen. Und dann ist das Pferd nicht erschöpft, aber verschwitzt, so ein bisschen schaumig und bisschen Flüssigkeit, was aus den Nüstern rausläuft, bis es dann vor dir zum Stehen kommt. Und zwar nicht mit den Hinterläufen dann zu dir, sondern mit dem Kopf. Ja, also Zulamin schaut, dass sie parallel zu dem Pferd kommt und geht dann selber in einem lockeren Schritt vorwärts, in der festen Annahme, dass das Tier ihr folgen wird. Denn das ist das, was Tiere an dem Zeitpunkt normalerweise so tun. Es folgt. Und ja, sie sieht sich nicht um, aber sie hat die eine Hand so ein bisschen und manchmal spürt sie im Gehen, wie die Nüstern von dem Tier fast schon ihre Finger berühren. Und irgendwann bleibt sie dann ganz entspannt stehen und wartet, bis das Pferd neben ihr ist und sie so Schulter an Schulter dastehen. Rafim, würfel mal eine Sinnesschärfe. Hören. Oh, ja, warte. 6 Punkte. Ja. Es gibt ein Schmatzen, ein Knacken und dann ein zufriedenes Brummen. Auf ihm? Ja. Da. Ich schau ihn mal fragend an. Mira sitzt vor einem dampfenden Ziegenkadaver. Oh. Na, hätte die Ziege da nicht langlaufen dürfen, ne? Ja. Ben Harasami hat zumindest aktuell kein Interesse an der Ziege. Alle anderen Verginas blicken ebenso in Richtung von Zulamin, die jetzt an das Pferd herangetreten ist. Zulamin streichelt den Hals und fährt über die Mähne, die auch so ein bisschen dreckig ist, wie es Pferde halt so sind, wenn sie nicht ständig geputzt werden. Und streicht da mal so entlang. Die Mähne ist lang, zottelig, verfilzt. Perfekt zum Reingreifen. Bist du doch für ein herrliches Geschöpf. Was hat dich nur in diese Stadt verschlagen? Aber wenn Raja das möchte. Und? Wie sieht das aus? Lässt du mich aufsteigen? Es nickt mit dem Kopf. Gut, dann schnupp da mal. Dann greift Zulamin mit der linken die Mähne und schwingt sich dann auf den Rücken des Tieres. Ja, deine Reitenprobe hast du schon gewürfelt. Wenn du aufsteigst, dann merkst du, dass du dich direkt festkrallen musst. Denn wieder einmal geht es in einem wilden Galopp durch die Arena hindurch. Zahlreiche Bocksprünge, die es macht, die dich dann aus dem ja nicht vorhandenen Sattel heben. Du kannst dann wieder auf dem Rücken landen, dich weiter festkrallen und eine weitere halbe Stunde könnt ihr dabei zusehen, wie sich das Pferd langsam nach und nach müde macht. Ja, also Zulamin hält sich da ganz gut da oben und wieder spürt sie die Herausforderung, wie vorher schon, als das Pferd hin und her getanzt ist. Aber ja, sie bleibt dran, ist nicht grob, sondern klammert sich einfach mit den Schenkeln am Brustkorb des Tieres fest und wartet, bis es sich ausgetobt hat. Ja, wie gesagt, nach einer insgesamt einer Stunde, die du abgerichtet hast und geritten bist, kommt es dann schnaubend vor Ben Harasani zum Stehen und der blickt dich immer noch ungläubig an. Verneigt sich dann aber vor dir. Du hättest so gut in meinen Haaren gepasst, Hashula Akbar. Danke, dass ihr mir dieses Tier vorgestellt habt. Es ist ein herrliches Geschöpf. Meiner Göttin würdig. Soll dir gehören. Wir vermögen es nicht zu reiten. Und ebenso werden wir dir folgen, da du schon andere Verkina führst. Ich nehme eure Gefolgschaft an. Und es freut mich, euch an meiner Seite zu wissen.
Du musst wissen, wir sind die Brutalsten hier. Sagt er, als wäre das ein Kompliment. Ich werfe auf ihm einen Seitenblick zu. Das heißt wahrlich viel in dieser Stadt. Sollen wir hier bleiben oder willst du uns am Blauen Palast empfangen? Wir werden euch rufen, wenn es Schlacht kommt. Aber mir, wir hatten ein Lichtsignal vereinbart, oder? Wollen wir das auch für die Verkina ausmachen oder besser ein Hornsignal? Ich denke, besser ein Hornsignal. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Malma und die Kultisten gleichzeitig bekämpfen wollen oder können. Gut. Wir werden euch zur Schlacht rufen, wenn wir einen Plan dafür haben. Wenn es noch etwas gibt, was ihr uns sagen könnt über unseren Gegner, dann wäre jetzt der Moment. Nichts, was uns einfällt. Wir kennen uns nicht gut mit dem Kult und dem Malma aus. Aber ihr seid starke Krieger. Und das ist das Entscheidende hier. Und du bist keine Frau. Nein. Ich bin eine Gesandte der Götter. Von Rastula. Dann geh. Rami nickt und treibt ihr neues Pferd an. Und wartet dann vor dem Ausgang der Arena auf die anderen. Hey, Scheiße, du schuldest mir eine Ziege! Also erstmal, beruhig dich. So, hast du dich beruhigt? Nein! Ja, dann fang damit an. Außerdem sollte deine Ziege nicht meinen Bären in den Weg laufen. Er blickt ein bisschen hilfesuchend zu Lamin. Ich will nichts sagen zu Lamin, aber ihr seid jetzt ihre Wesire. Technisch gesehen ist es nicht sehr gerecht, die Sache jetzt einfach so liegen zu lassen. Wir sollten den Mann entschädigen. Das kostet so eine Ziege, Jalan. In normalen Gegenden? Nicht viel, eine Handvoll Silbertaler. Hier ist sie vermutlich unersetzlich. Ihr geht mir richtig auf den Sack, wisst ihr das? Ich gebe euch 5 Goldstücke, haltet ihr dann die Schnauze? Was soll ich mit Geld, eurer Strula? Keine Ahnung. Mir egal, was du damit machst. Du schuldest mir eine Ziege. Nimm das Geld. Wenn wir die Stadt befreit haben, wird es viele Ziegen wert sein. Du bist eine gerechte Visira. Wenn die Stadt befreit ist, will ich 5 Ziegen. Ja. Das wird sich machen lassen. Aber mir erinnere mich daran, 5 Ziegen zu kaufen. Ja, das kommt auf meine Liste. Oh, wir sollten noch einige an Bord haben. Ich weiß nicht, ob es noch 5 sind, aber wir können sicherlich ein paar abdrücken. Wir brauchen die Ziegen. Und wir können hier Sirabat neu aufnehmen. Oder vielleicht einen Strauß. Was sollen wir denn mit einem Strauß? Ja, wir könnten ihn reiten. Und die Eier haben wir auf einem Schiff. Aber die Eier haben wir. Könntet ihr die Schnauze halten und wir können jetzt gehen? Dankeschön. Meine Güte, überall blamiert man sich mit euch. Ihr Wenn könnt wir draußen noch vor der Arena sind, werfe ich mal einen Blick nach links. Sieht man den Ausgang der Stadt? Nein, du siehst nur Nebel. Nebel und Gassen. Was meint ihr? Wollen wir es noch versuchen? Selbstverständlich müssen wir es versuchen. Rondra will es. Wir können schließlich von diesem Nebel nicht zurückschrecken. Okay, wir nennen dahin. Gut, in die Richtung soll es rausgehen, sagt ihr? Ja, die Stadt ist kreuzförmig angelegt, habe ich auf der Karte gesehen. Eine Straße führt von Norden nach Süden. Wir können nicht weit weg sein, auch wenn ich den Ausgang nicht sehe. Auf ihm schien ja eine gute Nase dafür zu haben. Ja, einfach mir hinterherlaufen. Kann ich ihn unterstützen, somit einen orientieren? Nein. Nein, okay. Das ist das eine Mal, dass innerer Kompass echt viel wert ist. Ja. Sinnlose Scheiße, du. Hast du ja auch nicht viel bezahlt. Kannst du durch den Nebel gehen, biegst das ein oder andere Mal ab, denn du bist ja sicher, dass sich Süden gerade eben verändert hat, auch wenn du immer gerade rausgegangen bist und trittst dann nach ungefähr, du würdest sagen, 300, 400 Schritt an das Stadttor heran. Keine Wachen. Weder hier noch auf den Mauern. Ja, wenig überraschend ist die Scheiße nicht bewacht. Da müsste man mal mit der Visira drüber reden, denke ich.
Wenn die Visierer mal wieder ein paar Stadtwachen übrig hat, gerne. Ja, ist ein relevanter Punkt. Aber ihr wolltet euch noch den Tempel vor der Stadt anschauen, oder nicht? Ja, und vor allem wollte ich wissen, ob wir die Stadt verlassen können. War nicht einfach, oder, Rafim? Aber es ist möglich. Das heißt, wir sitzen hier nicht fest. Ja, man braucht einen guten Orientierungssinn, aber dann geht's eigentlich. Wenn du nach oben guckst, ist es zwar immer noch neblig, aber mittlerweile kannst du auch die Richtung einschätzen, dort wo die Sonne steht, das Priosmal. Aufgrund der Position der Sonne würdest du sagen, dass wir es mittlerweile 17 Uhr haben, also die 17. Stunde, und das ist doch ungewöhnlich. Ihr habt zwar den Raya-Tempel aufgeräumt, beziehungsweise wieder hergerichtet, aber ansonsten hattet ihr heute nur mit den Torwallern Zwiesprache gehalten und seid dann in den Raya-Tempel gegangen. Jetzt wurde noch eine Stunde geritten, oder wohl eine Stunde, aber dass jetzt ein ganzer Tag vergangen ist, ist mehr als ungewöhnlich. Das Herumlaufen in der Stadt muss uns mehr Zeit gekostet haben als normal. Ich muss gestehen, zumindest ich habe auch keinen Plan, wann wir aufgestanden sind. Vielleicht ist es eine lokale, temporale Verwerfung. Erklärt es uns. Würde das auch eurer Uhr schaden? Ja. Nun, stellt euch vor, die Zeit wie ein Fluss. Und dieser Fluss zweigt in zahlreichen Nebenarmen ab, die sich am Ende wieder mit dem Hauptstrom vereinigen. Nun, diese Nebenarme haben unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten, wenn ihr versteht. Und wenn wir uns auf einem diesem Nebenarm befinden, ihr versteht? Dann scheint er schneller zu laufen als die Zeit außerhalb. Ja, wissen wir denn überhaupt noch, derselbe Tag ist? Naja, das macht doch aber durchaus Sinn, was Abel mir gesagt hat. Denkt doch einmal daran, wenn ein Fluss, großer Fluss, wie, ich weiß nicht, Derge, fließt ja in der Regel nicht so schnell. Aber ein kleiner Bach, der fließt bei weitem schneller. Und wenn wir auf so einem Nebenarm vom Zeitfluss sind, dann fließt natürlich auch die Zeit schneller. Ja, ich möchte jetzt ja niemanden unter Druck setzen, aber wenn wir uns nicht jetzt auf den Weg zurück zum Palast machen, weiß ich nicht, ob wir das vor der Nacht schaffen. Vielleicht können wir im Paraine-Tempel übernachten? Ich kann wieder das Priosmal erahnen. Es fühlt sich besser an als in der Stadt. Aber wenn die Zeit in der Stadt schneller fließt, ist es dann nicht schlecht, hier draußen zu übernachten, weil... Nein, es wäre besser. Möchtet ihr noch einmal hierher kommen? Ich eigentlich nicht. Wenn wir es jetzt schon hierher geschafft haben, dann lasst uns sehen, wie die Lage hier ist. Na gut. Wir sollten die ganze Stadt abbrennen. Das würde die temporale Verwerfung nicht beenden. Nun nein, ja. Aber das würde bedeuten, dass niemand mehr damit leben muss. Das ist doch keine Lösung. Ja, können wir jetzt einfach in den Tempel gehen, bitte, danke. Ungeduldig heute, Naja, ihr habt gerade vorgeschlagen, tausende Menschen brutal durch Feuer zu töten. Das wollte ich nicht weiter diskutieren. Und habt ihr bislang einen einzigen gesehen, dem Preisreinigen des Feuer nicht helfen würde? Einen? Naja, unter den Schuldigen gibt es auch immer Unschuldige. Das steht noch zu beweisen. Unschuld beweist gar nichts. Naja, aber mein... Kommt! Na, dass ich diese Ansprache halten muss, ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Bitte nicht wahr. Ländermesse. Außerhalb der Stadtmauern liegt ein Viertel, das die Bewohner Pirainabad getauft haben. Zwischen einigen kleinen Höfen und Feldern steht hier der Tempel von Bitten und Schenken, der Piraine geweiht ist. Pirainabad ist von einem der Bauern errichteten Wall umgeben, der einerseits vor Überfällen von außen schützen soll, andererseits gegen die Banden aus Janka selbst. Die Bauernwehr wird euch skeptisch anblicken und allesamt greifen sie zu Forken, Mistgabeln und einigen Sicheln. Als dann ein Bauer auf euch zukommt, neben ihm wohl eine Piraine Geweihte, die euch ebenso skeptisch anblickt. Ah, oh, hallo. Darf ich vorstellen? Der
Bauer, wahrscheinlich ein Obstbauer, zumindest könnt ihr das auf den Flicken erkennen, die er da angebracht hat, hat einen mächtigen Schnauzbart, ist ein bisschen kleiner und untersetzt und nickt euch dann zu. Darf ich vorstellen, das ist eure neue Visira Zulamin al-Shabra. Reine zum Groß, ich bin Olem. Olem, das freut mich. Angrosch mit dir. Ihr seid jetzt die neue Visira, ja? Das bin ich. Scheiße gelaufen. Ja, so kann man es ausdrücken. Aber ihr lebt ja immerhin auch in dieser Stadt. Tja, aber ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin auch nicht die... weißt du, wie viel die vierte sie jetzt ist? Nee, weiß ich nicht. Ich glaube die achte. Zumindest innerhalb von 2 Jahren. Also jetzt seitdem Eleonora wohl wieder da ist. Ja, kann sein. Ja, dann die achte wohl. Nun, lieber die achte als die siebte. Darf ich vorstellen, das ist Mutter Nahaban. Sehr erfreut. Reines zum Gruß. Ihr macht mir einen weniger verrückten Eindruck als die Leute, die direkt in der Stadt leben. Bekommt ihr die Auswirkungen hier nicht so ab? Auswirkungen? Also, was meint ihr damit? Wir versuchen, das Nötigste aus dem Boden zu ziehen und das gelingt uns auch. Nun, mit Perrines Gunst? Ja, die haben wir wohl, zumindest noch. Aber die Überfälle der Banden werden schlimmer. Ich hoffe, dass ihr, solange ihr noch bei Verstand seid, etwas dagegen tun könnt und uns wenigstens etwas Zeit erkaufen könnt, bis die nächste Visira dann hier auftaucht. Superein, euch behüte, möge das nie passieren. Ja, ich verstehe völlig, dass ihr desillusioniert seid. Aber es ist schlimm. Wir wollen das nicht verhehlen. Geht ihr eigentlich öfters in die Stadt? Nie. Kommen manchmal Leute aus der Stadt, um von euch, ihr wisst schon, Nahrung zu kaufen? Nein, wenn, dann überfallen sie. Deswegen haben wir die Mauern errichtet. Nun, wenn ich das recht verstanden habe, sind die Leute in der Stadt verzweifelt und bis zu einem gewissen Grad darauf angewiesen. Wir geben den götterfernen Leuten aber nichts. Verzeiht, das mag rau klingen, und ihr seid vielleicht anderes gewohnt, aber wir haben wenig und teilen das, was wir haben, unter uns auf. Wenn wir jetzt noch andere verkommene Münder füttern müssten, dann... Ich glaube nicht, dass die Isperaner es ohne Schwere. Sie essen da drin Menschenfleisch, müsst ihr wissen, und Hunde und Katzen und Fische, das, was ihnen das Meer schenkt. Und es ist viel Fisch, was sie fangen. Und davon werden sie noch wahnsinniger. Das ist es. Habt ihr die Stellen an ihren Hälsen gesehen? Das sind keine Wunden, das sind Mutationen. Sie werden wohl gestraft von den Göttern da selbst. Ich weiß nicht, welcher Erzdämon ist, aber sicherlich sind das viele Erzdämonen, die sie gestraft haben. Oh, wir haben da eine gewisse Vermutung. Und dann könnt ihr die auch gerne für euch behalten. Es ändert nichts, sie sind allesamt verkommen. 2000 Seelen, die früher oder später ins Meer gehen werden. Ich setze einfach nur mein Bestes, ich hab's euch doch gesagt, Gesicht auf. Ich amüsiere mich hier köstlich. Raum und Zeit verlaufen. Als Visierer steht euch sicherlich eine Abgabe zu und wir sind gewillt, euch etwas Obst zu geben, aber viel können wir nicht offenbaren, es tut uns leid. Nun, wir würden nicht von euch verlangen, mehr abzugeben, als ihr uns geben könnt. Ein Korb voller Orangen könnt ihr haben, mehr nicht. Hm. Ja, das klingt doch erstmal ganz gut, oder, Visierer? Gerne. Jalan, dir fällt auf, dass der Odim über und überall mit Goldschmuck behangen ist. Interessant. Also du hattest auch schon, ihr hattet das alle schon gehört, dass er wohl Schutzgeld erpresst, aber ja, es ist, auch wenn die Leute normal wirken, aber verkommen ist dieser Ort trotzdem. Interessant. Nun, ihr handelt also nicht? Was meint ihr mit Handeln? Wir haben nichts zum Handeln. Das Wenige, was uns gegeben ist, brauchen wir für uns selbst. Natürlich. Seht euch doch um auf den Höfen. Wie konnte ich es nur etwas anders vermuten? Ihr seid wahrhaftig gestraft und arme Leute. Pirane, möge euch gnädig sein. Ja, das ist ihr wohl noch. Wir haben zum Glück die Mutter hier. Die Mutter? Die Tempelbewahrerin, nehme ich an? Oder Nahaban, habe ich doch eben gesagt. Das bin ich. Wir hatten die große Ehre, einem Pereine-Wunder in Ilsur beiwohnen zu dürfen. Oh,
Das ist schön zu hören. Ja, wir sind sehr gut befreundet mit Lehrtmann Freisop. Ja, dann macht mal mehr Orangen hier. Nicht so frech mit deiner Visiere, ha? Sonst haut ihr eine große Eins aufs Maul. Jedenfalls, wir wären doch sehr dankbar, wenn ihr diese milde Gabe vielleicht noch im Namen der gütigen Mutter segnen könntet. Vielleicht wird es uns vor dem Fluch der Stadt bewahren. Ja, das kann ich wohl tun. Nicht, dass sich dort Würmer oder so etwas eingenistet haben oder die dann dort drin stehen. Das wollen wir nicht. Wir werden den Korb holen und ihn dann segnen. Jedenfalls ist es unser Wunsch, euer aller Leben hier zu verbessern. Wir werden unser Möglichstes tun und gegen den Malma ziehen. Ich nehme an, von dem Malma wisst ihr hier wenig. Ja, wir haben gehört, dass es ihn gibt. Aber wir sind keine Krieger. Wir sind auch keine Seefahrer, wir sind Bauern. Zeit und Raum verlaufen dort drinnen seltsam. Wir haben die Befürchtung, dass wir es vor Einbruch der Nacht nicht mehr zurück zum Blauen Palast schaffen. Könnten wir hier im Tempel übernachten, möglicherweise? Na gut, aber nur weil ihr Visierer seid. Sonst nicht. Nicht, weil sie eine Geweihte ist oder dass wir zwei Geweihte bei uns führen? Nur wegen dem Titel? Ach so, Geweihte, das gibt's ja auch noch, ne? Naja. Zudem ist sie euer Visierer, sie könnt euch befehlen. Es ist nur eine Höflichkeit, dass sie das nicht tut. Ich hab gehört, dass Roman wieder befreit wurde, ja? Habt ihr das verstanden? Laufen jetzt hier noch mehr Geweihte rum? Es werden hoffentlich bald wieder mehr Geweihte hier sein, ja. Keine einzige bisher gesehen. Ja, nun sind wir hier. Richtig, gleich 3 an der Zahl. Sagt, wisst ihr von Effat-Geweihten in der Stadt? Ja, schon. Die Torvaler haben das, glaube ich, erzählt, nachdem wir einen von ihnen verwundet hatten. Glaube ich, 2 Stück noch. 2 Stück. Und die eine hat keine Beine mehr. Die hat keine Beine mehr? Nee, die sind zerquetscht oder so. Ist irgendwas draufgefallen. Einmal ein kurz wissender Blick zu Yalan. Ich nicke. Die andere ist die ganze Zeit entrückt, aber die Tempel sind kaputt. Zumindest haben das die Torwaller gesagt. Und das Waffengeschrein wurde entweiht. Das muss für die Torwaller besonders bitter sein. Aber wenn dieser Kult überall ist, dann wundert es mich nicht. Tja, wem sagt ihr das? Wir sind zumindest darauf bedacht, dass der Parane-Tempel weiterhin steht. Wenn wir den jetzt auch noch verlieren, gemeinsam mit der gütigen Mutter, dann... Naja... In Gnade uns Pareine. Im Raya-Tempel wurden auch die ersten Schritte unternommen, um diesen wieder aufzubauen oder zumindest zeremonienfähig zu machen. Ist das überhaupt erlaubt? Was? Ein Raya-Tempel aufbauen. Nun, da ich Visierer in dieser Stadt bin, ich erlaube es. Aber okay. Warum um alles in der Welt sollte es nicht erlaubt sein? Naja, wir hatten, 10 Jahre? Welches Datum, welches Jahr haben wir? 31. Ja. Okay, dann habe ich richtig mitgezählt und die Striche funktionieren noch. Wir hatten jetzt 10 Jahre den oronischen Kult hier. Hat sich keiner darum geschert. Zum Glück haben wir ja die... Wie hieß sie noch? Die eine und alleine. Ja, genau, auf jeden Fall haben wir die ja schnell erschlagen. Das hat ja zum Glück ganz gut geklappt. Ich glaube, ihr redet von verschiedenen, aber ja. Davon verstehe ich nichts. Ich meinte die ehemalige Herrscherin von Oron, Dimiona, oder? Ja. Oh, genau. Die ist dort? Ja klar. Seit geraumer Zeit. Wir sind in Keshel Tarif eingedrungen und Das kenne ich. Das ist hier in den Bergen. Ja, genau. Da waren wir gewesen und dann war sie tot. Dann will ich euch das wohl mal glauben. Ja, Arkos Schar selbst hat ihr den Kopf abgeschlagen. Der eigene Bruder, ich weiß. Naja, wenn irgendjemand fragt, dann kennen wir euch nicht. Nicht, dass das irgendwie auf uns fällt, wenn ihr irgendwie Skorpion gerade aus Elbe rumkommt oder so, dann wir haben euch nie gekannt.
Ach, Elbogun. Aus Elbogun kommt keine Skorpiongarde mehr. Richtig, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind aus Elbogun rausgeflogen, weil Abel mir ein Waisenhaus angezündet hat. Kein Waisenhaus. Ja, es war... Ich spreche mal mit der Mutter, ob ihr in dem Tempel übernachten könnt. Bis gleich. Wartet hier. Voltax, ihr habt mir die Geschichte auch genauso erzählt. Das wirft kein gutes Licht auf Abelmir. Kein Waisenhaus. Und das ist auch nicht wahr. Es war kein Waisenhaus, es war eine Spielhölle. Und abgebrannt ist es auch nicht. Der Elementar ist ganz jemand nicht daran verreckt. Aber es war der Grund, weswegen wir aus der Stadt geflogen sind. Ich kann doch nicht sagen, naja... Ihr sollt die Wahrheit erzählen und nicht unsere Lügen, die uns verbreiten. Richtig, der Grund war eine miese Lüge, die ihr weitererzählt. Und von der ihr wisst, dass es eine miese Lüge ist. Schließlich ist Nabel mir ein ehrbarer Mann und würde dich nie anlügen, Boltax. Das ist richtig, aber... Warum erzählst du dir dann also weiter? Es geht doch nicht darum, dass es eine Lüge ist, sondern dass es der Grund war, weswegen wir aus der Stadt verbannt worden sind. Und weil Herr Freyers sagt, wer eine Lüge weitererzählt, obwohl er besser weiß, der ist nicht besser, als hätte er sie selbst erzählt. Ja, aber es ist trotzdem die Wahrheit, weil das ja... Der Grund es ist keine darum, Wahrheit, es ist die Lüge, die weiterverbreitet wird. Nein! Der Grund ist eine vorgebliche Anschuldigung. Ja, jetzt tut ihr so, als würde ich hier lügen. Also genau dies erzähle ich euch gerade, ja. Ja, aber das ist falsch. Ich lüge ja nicht. Nun, dann erzählt die Wahrheit. Die Lüge weiter. Und nein! Lügt damit also. Das ist vollkommen falsch. Der Charakter einer Lüge wäre, wenn ich sagen würde, wir sind aus Elberum geflogen, weil ich weiß nicht. Also die Wahrheit ist, wir sind aus Elberum geflogen wegen einer falschen Anschuldigung. Das ist die Wahrheit. Zu sagen, wir sind aus Elberum geflogen, weil etwas nicht passiert ist, was die sagen, ist passiert, aber das ist schon eher eine Lüge. Aber das wäre zu komplex, um es diesem Mann hier zu verzeihen. Verzeiht. Ja. Ich habe eben gerade noch einmal mit Olim gesprochen und er sagt, er hat wohl einige Bedenken. Waisenhäuser anzünden. Ich möchte hier gerne etwas richtigstellen. Kein Waisenhaus. Es war kein Waisenhaus und es war hier, nun ja, nennen wir es interkulturelle Differenzen. Berge haben wohl eine etwas andere Art und Weise, sich da auszudrücken. Okay, aber Odin vertraut euch nicht und ich könnte euch zwar... Ich glaube nicht, dass er geweihtes Blut in einem Tempel vergießen würde, aber Odin mag manchmal etwas rau sein. Ihr könnt gerne hier übernachten, aber ihr solltet vielleicht Wachen aufstellen. Außerdem, ist das ein Ziegenschädel in dem Maul von eurem Bären? Ja, irgendetwas muss der Bär fressen, aber wir werden auf ihn Acht geben. Ziegen sind verboten in Janka. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Schädel außerhalb schnell hinwerft. Dass ihr nicht versehentlich angeschuldigt werdet. Wir haben hier keine Ziegen, aber es geht trotzdem darum, dass Ziegen und auch ihre Überbleibsel und Schädel und das Fleisch, das ist einfach in Janka verboten. Das klingt wahrhaftig interessant. Woher kommt das? Das ist eine lange Geschichte, die ich euch gerne beim Abendessen erzählen kann. Aber natürlich doch. Ich freue mich bereits. Ja, Rafim nimmt mal den Schädel Mira aus dem Mund und schmeißt ihn da hinten aufs Feld. Ja, aber wir müssen den Schädel jetzt wegtun. Die Geweihte hat gesagt, keine Ziegen. Was weiß ich denn? Mir doch scheißegal, jetzt komm mit.